Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru, heute mit der Kakao-Kirschtasche von McDonald's. Und die wollte ich schon ganz, ganz lange mit euch mal zusammen testen. Heute habe ich es endlich geschafft, mir die zu gönnen. Und ihr seht auch am Datum, wann ich mir die gekauft habe. Am 4.11. steht hier drauf, 14.12 Uhr wurde sie zubereitet. Eine Stunde ist sie zum Verzehr geeignet, eine Stunde und 10 Minuten, dann schmeckt sie wahrscheinlich am besten. Ich habe sie jetzt schon 30 Minuten transportiert, sie ist nicht mehr ganz so heiß, aber wir wissen ja auch, so eine frische, heiße Fruchttasche von McDonald's, das kann mal schon ganz schön böse ausgehen für den guten Gaumen. Deswegen habe ich mit Absicht so ein bisschen gewartet. Und die Kakao-Kirschtasche kostet 1 Euro und ist nicht vegetarisch. Da wird mit tierischem Leib gearbeitet. Das ist, glaube ich, so ein Milch-Käse-Verschnitt. Das habe ich nochmal kurz recherchiert für euch auf der Homepage. Also nicht vegetarisch. Alle Zutaten stammen aber aus Europa. Das ist ganz wichtig. Zum Beispiel kommt der Weizen aus Polen. Mensch, was habe ich heute wieder alles gelernt? Die Kirschen kommen auch aus Polen. Und diese Kirschtasche, die frittierte, die kommt jetzt hier, die habe ich so gekauft. In Hamburg, im McDonald's. Schaut mal, es sieht schon sehr lecker aus, oder? Kakao, das hat mich halt so gereizt, dass man halt hier diese roten Kirschen drin hat. Dann diese weiße Cremefüllung. Und dann dachte ich mir so, boah, das muss ich unbedingt mal ausprobieren. Und jetzt ist es soweit. Hart, knusprig, frittiert und süß. Ich glaube, es ist einer der größten Sünden überhaupt, oder? Ich schau mal, ob sich diese Sünde auch lohnt. Oh mein Gott, ich habe schon so lange keine Kirsch, Apfel oder sonst welche Taschen bei McDonald's gegessen. Jetzt beiß ich rein. Habe ich schon den Preis genannt? Ich beiß jetzt rein, sorry. Oh. Ich muss mal die andere Seite abbeißen. Aber die Kirsche, diese Kirschmarmelade da drin. Übrigens, echte Kirschen. Habe ich auch auf der Homepage von McDonald's gelesen. Ich glaube denen mal. Ja, die sind ehrlich. Und dann haben wir so eine, oh Gott, wie geil ist das denn? Schaut mal, wow. Oh, das ist doch mal hier wirklich Football. Und schaut mal, wie das hier rausläuft, ey. Leute, wie geil ist das denn? Ich muss es direkt mal essen. Boah. Alter Falter, ist das mal lecker. Oh, ganz ehrlich. Wie geil schmeckt denn diese Kakao-Kirschtasche? Das ist wirklich so geil. Und das Weiße, das schmeckt so ein bisschen wie... Man muss das Weiße einzeln erwischen, weil die Kirschen so intensiv sind. So ein bisschen wie Pudding. Meine ich gerade wie Pudding schmeckt das so ein bisschen. Und es ist einfach... Boah. Die Außenhülle ist wirklich mega kross. Hat so eine leicht salzige Note. Also es schmeckt nicht so süß, das Äußere. Das Innere ist süß. Der geschmackliche Kontrast von dieser Kakao-Kirschtasche feuert das Teil echt in ungeahnte Geschmackshöhen. Ich feiere das echt. Ich gebe den hier als Nachtisch, ohne Scheiß, 10 Punkte. Ich finde, das ist richtig, richtig lecker geil. Wenn ihr das schon mal gegessen habt, ja, schreibt mal in die Kommentare, ob ich übertreibe oder ob ich das genau richtig beschreibe hier. Ich finde einfach, das Teil schmeckt tierisch geil. Ich könnte es auch nicht jeden Tag essen, weil es schon süß ist und echt mächtig ist, aber es ist auch mächtig geil. Nochmal einmal in der Woche so als Cheat-Day-Gönnung so eine Kakao-Kirschtasche von McDonald's. Hammer. Auf der Liste der süßen Sünden ganz weit oben, weil geil. Schmeckt. 10 Punkte dafür. Ich beiß nochmal rein. Und hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren, weiterempfehlen. Ach ja, und für nur 1 Euro. Falls ich es jetzt vergessen habe, für nur 1 Euro, das ist echt ein Schnäppchen. Also hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren, weiterempfehlen und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!